gab eine Zeit, da war es still in der Kirche. Ihr sollt nicht singen, schallte es von der Kanzel. Und der fromme Bürger geriet in Schwermut. Nicht so in Winterthur. Hier regte sich Widerstand. Zumindest in der Stube. Schluss mit der Stille! Lasst uns gemeinsam singen, frohlockte Hans-Heinrich Meyer. Und so gründete sich ein Gesangsverein. Das Musikkollegium Winterthur war geboren. Es wird bald Geschichte schreiben, aber fangen wir von vorne an. Natürlich gab es auch eine Satzung. Er muss imstande sein, den Ton nicht allzu weit zu verfehlen. Und es gilt die Moral und Sittlichkeit und kein Fluchen. Mist. Außerdem sollte das Mitglied ein Instrument beherrschen und Geld für Pausenbrot und Buße beisteuern. So sangen sie nun einmal die Woche. Aber hört, welch schöner Klang, stellten die Bürger fest. Und schon bald gab es das erste Konzert. Und weitere folgten. Gab es doch genügend Anlässe in Winterthur. Doch damit nicht genug. Instrumente mussten her. Denn der Zeitgeist machte auch in Winterthur Halt. So, Sänger, Orchester, zahlendes Publikum. Alles da. Fast alles. Denn der aufklärerische Wind pfiff durch den Musiksaal und brachte nun endlich auch die Damen auf die Bühne. Italienische Opern waren gerade sehr im Kommen. Das Laienorchester wurde zum Berufsensemble. Und so kamen auch die Virtuosen zu Besuch. Dabei war die zeitgenössische Musik stets Teil der Programme. Kammermusikabende wurden etabliert. Und mit kostenlosen Konzerten erfüllte das Musikkollegium sogar einen Bildungsauftrag. Und nicht zu vergessen, die Stars. Doch einer machte Winterthur gar zur Heimat der musikalischen Revolution. Werner Reinhardt, Handelskaufmann und passionierter Laienmusiker, pflegte als Questor des Kollegiums Freundschaften mit den Schlüsselfiguren der Avantgarde. Mit dem Dirigenten Hermann Scherchen an seiner Seite wurde Winterthur zum Zentrum der zeitgenössischen Musik und es kam zu 120 Uraufführungen. In seiner Villa Riechenberg waren sie alle zu Gast. Man stelle sich vor, an einem Tag führte Schönberg ein Stück auf, am nächsten Tag dirigierte Richard Strauss seinen Don Quixote in Winterthur. Am darauffolgenden Tag widmete Strawinski dem Hausherrn ein Stück. Zwischendurch kam Rilke herein. Etwas leiser, die Herren. Bartok, Berg, Furtwängler. Alles Stammgäste beim Winterthurer Orchester. Mit dem Ableben des Mäzens fiel das Musikkollegium in einen Dornröschenschlaf. Das Orchester wurde träge. Der Dirigent war deprimiert. Kritiker, Bürger und Zeitgeist waren sich einig. Das ist nicht unser Musikkollegium. Doch dann der Paukenschlag. Genug mit der Stille. Aufgewacht! Ein Hoch auf das schöpferische Erlebnis, rief laut der Nachwuchs. Genau wie einst Herr Meyer vor 400 Jahren. Und der Zeitgeist nahm wieder Platz. Und heute? Eine kleine Stadt hat viel mehr Chancen, originell zu sein als eine Großstadt. Hört, hört. Das Musikkollegium glänzt mit mutigen Programmen und das Boutique-Orchester spielt rund 40 Konzerte im Jahr. Stars inklusive. So trägt es den Klang der großen Musik in die ganze Welt. Denn ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, wusste schon Nietzsche. Und das gilt noch heute.